Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Workshop von Drilling IT und Data Center Insider zum Thema Amazon Web Services im Rahmen unserer groß oder lang angelegten AWS-Einführungsreihe befassen wir uns im Augenblick noch mit dem Themenkomplex Fallstudien. Ich will Ihnen verschiedene Einsatzszenarien unterschiedlicher Größen vom Privatunternehmen, vom Privatnutzer bis zum großen Unternehmen zeigen. Wir hatten exemplarisch mal angefangen mit der Größe Privatnutzer, um eben zu demonstrieren, dass auch man als Privatnutzer oder als kleiner Unternehmen von AWS durchaus profitieren kann. Und wir hatten exemplarisch im letzten Video einen Windows-Server in der AWS Cloud bereitgestellt als virtuelle Maschine. Dazu ist der EC2-Service, Elastic Compute Cloud-Service, verantwortlich. Die virtuelle Maschine ist hier. Wir hatten sie im ersten Versuch exemplarisch in einem sogenannten öffentlichen Subnetz bereitgestellt. Das Subnetz ist ein Teil der sogenannten VPC, der Virtual Private Cloud. Das wiederum ist ein logisches softwaredefiniertes Netzwerk, das man von AWS bekommt. Von diesen logischen softwaredefinierten Netzwerken kann man bis zu 5 Stück haben im eigenen Konto. Eines bekommt man vom Start weg, das ist das Default VPC. Und ich habe für diese Übung mal ein weiteres VPC angelegt. Dieses Drilling IT VPC, und dieses VPC kann der Kunde dann nach fast Belieben, es gibt ein paar Ausnahmen, ein paar Adressen, ein paar IPs, die dort eben reserviert sind, unterteilen in Subnetze, und diese Subnetze müssen dann eben in diese VPC reinpassen. Und wir hatten gesagt, nur solche virtuelle Server, die man bewusst und absichtlich in ein öffentliches Subnetz stellt, sind auch tatsächlich aus dem Internet heraus über die entsprechenden APIs erreichbar. Das ist ja eine der größten Bedenken, die gerade Unternehmen in Deutschland sehr häufig mit der Cloud in Verbindung bringen, dass eben dort alles im Internet sei und dies eben unsicher. Das ist eben überhaupt nicht der Fall. Nicht nur, dass die Rechenzentren von AWS viel höher zertifiziert und sicherer sind. Wir müssen auch virtuelle Maschinen oder Ressourcen allgemein gar nicht in öffentlichen Subnetzen platzieren, sondern das kann alles schön in der Cloud bleiben, in sogenannten privaten Subnetzen. Wir können diese Liste an Subnetzen hier mal filtern, und dann sehen wir, ich habe quasi diese DIT-VPC, steht für Drilling IT, in 4 Subnetze aufgeteilt, 2 öffentliche, 2 private. Und öffentliche und private Subnetze unterscheiden sich eigentlich nur durch ihre Routing-Tabellen, dadurch, ob sie Zugriff zum Internet haben oder nicht. Und wir haben gesagt, dieser Windows-Server, der gehört natürlich sinnvollerweise wie andere Backend-Systeme auch in ein privates Subnetz. Wir haben ihn aber im ersten Durchgang im letzten Seminar haben wir ihn in ein öffentliches Subnetz gestellt, nur der einfache Teil war, nur deswegen, damit wir ihn initial einmal über RDP von unserem Arbeitsplatz aus administrieren können. Und der nächste Schritt sieht eben vor, diesen Windows-Server in ein privates Subnetz zu stellen, und damit er aber aus diesem privaten Subnetz heraus trotzdem, wie das auch unsere Maschinen zu Hause, meinetwegen hinter einer Fritzbox, eben auch tun können, der soll eben trotzdem Internetzugang haben, um sich eben mit Updates zu versorgen. Ja, da es sich bei einer Instanz in einem privaten Subnetz um eine Instanz handelt, die wirklich nur eine private IP hat, das sieht man auch an den Range hier, ist diese Instanz dann eben keinesfalls von außen erreichbar. Jetzt wollen wir aber dafür sorgen, dass diese Instanz, obwohl sie sich hinter einem NAT-Router quasi befindet, die Möglichkeit geben, oder hinter einem Router befindet, von außen also nicht sichtbar ist, die Möglichkeit geben, sich trotzdem mit Updates zu versorgen. Und dafür brauchen wir eben genau so einen Service, so ein Network Address Translation Service. Also das, was unsere Fritzbox letztendlich daheim auch macht. Wir wollen Source NAT einrichten, diese Instanzen in diesem Subnet sollen sich eben über einen NAT-Router mit Updates versorgen können. So, und nun gibt es eben mehrere Möglichkeiten, so einen NAT-Router bereitzustellen. Entweder eben auch als virtuelle Maschine. Dort könnte man sich dann eben ein passendes Betriebssystem zum Betrieb eines Routers wie IPCOP oder so etwas herunterladen. Aber AWS macht es uns dann natürlich einfacher. Wir bekommen sowas auch fertig. Und das wollen wir in diesem Video tun. Wir wollen einen NAT-Service zur Verfügung stellen. Dort gibt es nämlich das NAT-Gateway von AWS.
Dieses hatte ich exemplarisch mal testweise angelegt und dann wieder gelöscht. Wir erstellen jetzt einfach nochmal ein neues NAT-Gateway. Jetzt muss man aber vorher klug sein, denn wir müssen jetzt das Subnetz festlegen, in dem dieses NAT-Gateway stehen muss. Und das NAT-Gateway selber muss natürlich im öffentlichen Subnetz stehen, weil das NAT-Gateway selber braucht ja Internet Access. So, wenn ich dazu nochmal auf die Subnets gehe und filtere das Ganze nochmal und suche mir hier das Public Subnet aus, 1 oder 2, wir haben hier 2 Stück in unterschiedlichen Rechenzentren, dann merken wir uns mal diese Subnet-ID hier mit dem FF hinten. Ja? Und dann können wir ein NAT-Gateway erstellen, ein neues, und das soll dann eben in das passende Subnetz rein. Ich bin hier rausgeflutscht. Und zwar in dieses hier. So, und diese Elastic IP, die fordern wir jetzt einfach bei der Gelegenheit gleich mit an. Eine Elastic IP ist eine öffentliche IP-Adresse, also das, was Sie bei Ihrem Provider unter einer fixen IP-Adresse verstehen, die Sie von AWS bekommen können. Ja, das können Sie einfach anfordern und dann bekommen Sie dieses NAT-Gateway mit einer neuen öffentlichen IP-Adresse. Jetzt könnten wir an der Stelle auch gleich die passenden Routing-Tabellen bearbeiten. Das tun wir erstmal nicht. Ich möchte nur kurz auf die Elastic IP hinweisen. Die kann man auch so, also unabhängig vom NAT-Gateway, jederzeit anfordern in diesem Menü Elastic IPs. Das ist die hier, die wir gerade angefordert haben. Und die ist jetzt noch mit keiner Instanz und mit keinem Service assoziiert. Und das ist auch genau das Problem oder das Fallstrick dabei. Fixe IP-Adressen kosten bei Ihrem eigenen Provider vermutlich sehr viel Geld, wenn er sie überhaupt offeriert. Bei AWS kann man die einfach anfordern. Die kosten Sie nichts, aber nur dann, wenn Sie diese Elastic IPs mit einer Instanz, für die Sie ja indirekt zahlen, für die Compute Services assoziieren. Das heißt, diese eben angeforderte Elastic IP, die kostet uns jetzt Geld, solange wir nicht diesen NAT-Service eben im Betrieb nehmen. Und das wollen wir jetzt mal tun. Wir haben jetzt, wir schauen uns jetzt noch unser NAT-Gateway noch einmal an. Das ist hier noch im Zustand pending. Ja, und irgendwann wird das hier eben fertig sein. Man kann auch gelegentlich hier mal refreshen. Aber was wir vorab schon tun können, also wir haben zwei Möglichkeiten, die Sache jetzt rund zu machen. Wir hätten aus dem NAT-Gateway Erstellungsassistenten heraus gleich die Root-Tabellen so zurechtbiegen können, dass dieses Gerät auch tatsächlich genutzt wird, aus den privaten Subnetzen heraus. Wir können es aber auch andersherum machen. Wir können unsere Root-Tabellen bearbeiten. Ich habe mehrere, das sind nochmal unsere Subnetze. Und jetzt geht das darum, dass unser Windows-Server, der in ein privates Subnetz gestellt wird, in dieses oder jenes, die Möglichkeit hat, dieses NAT-Gerät zu benutzen. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Root-Tabelle, die zu dem privaten Subnetz, das ist das Richtige, dass die Root-Table, die zu diesem privaten Subnetz gehört, ja, und das sehen wir hier in dem Fenster Root-Table, das ist diese hier, dass diese auch eine Route bietet zum NAT-Gerät. Ich hatte das einmal vorbereitet im Vorfeld und dann dieses NAT-Gerät, was jetzt nicht mehr existiert, wieder entfernt. Und deswegen haben wir hier auch ein sogenanntes Black Hole. Wir können jetzt die Routen hier mal bearbeiten, das mal rausschmeißen und eine neue Route hinzufügen. Und die soll ins Internet führen und das neu angelegte NAT-Gerät hier dazu benutzen. Und dann klicken wir auf Save. Ja, und damit haben wir ein NAT-Gerät erstellt und eine Route erstellt, die es einer privaten Instanz erlaubt, sich über dieses NAT-Gerät mit dem Internet zu verbinden. Das ist jetzt hier available, das ist das alte hier. Das wird dann auch mit der Zeit verschwinden, nachdem das gelöscht wurde. Das ist das neue NAT-Gerät hier. Das ist die VPC, das ist die öffentliche IP, das ist die private IP-Adresse, das ist die öffentliche IP-Adresse, das ist das Netzwerk. Die Netzwerkkarte, die sich letztendlich hinter dem NAT-Gerät verbirgt, zaubern kann ja auch AWS nicht. Also dieses NAT-Gerät hat, ohne uns zu fragen, auch eine Netzwerkkarte erzeugt. Und diese Netzwerkkarte, die können wir auch sehen, wenn wir hier
auf die Interface-ID gehen, das ist die Netzwerkkarte, die explizit springt dann in das ECT-Dashboard, weil Netzwerkkarten sind eine Eigenschaft, also zumindest in der Philosophie von AWS sind Netzwerkinterfaces eine Eigenschaft der Elastic Compute Cloud Instanzen, und jede Instanz, die man erzeugt, wird per Default mit einem Netzwerkinterface erzeugt. Aber wie wir gerade gesehen haben, kann man auch Network-Interfaces nachträglich, also unabhängig von Instanzen, anlegen, was etwas in der Physik ja gar nicht ginge. Und das hat dieser NAT-Service für uns getan. Und damit haben wir eben alle Voraussetzungen geschaffen, dass sich dieser Windows-Server, wenn wir ihn dann starten, über das Internet mit Updates versorgen kann, aber er trotzdem von außen nicht erreichbar ist. Das war das Ziel dieses Workshops. Und dieses NAT-Gerät hat auch in der Tat die Eigenschaft, ich gehe nochmal hin, dass er wirklich tatsächlich nur Source-NAT erlaubt, und kein Destination-NAT. Das ist also gar nicht möglich bei diesen NAT-Gateways, selbst wenn man versuchen wollte, dort irgendwelche IP-Tables regeln auf der dahinterstehenden Instanz, die man ja gar nicht sieht. Es ist nämlich ein verwalteter Service. Und ein verwalteter Service in AWS hat die Eigenschaft, dass er, auch wenn er intern auf Instanzen basiert, diese Instanzen gar nicht sichtbar sind und auch gar nicht bearbeitbar sind. Ja, das war's für diesmal. Beim nächsten Mal wollen wir uns mal mit dem Thema Multifaktor mit Konto anlegen eines AWS-Kontos befassen und uns dann mit dem Thema Root Access und Multifaktor-Autorisierung befassen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.